Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Expeditions Mudrunner Game. Ja, wir sind nun in Steinfort. Es heißt, dass der See in der Nähe des Lagers nicht mit einem Truck überquert werden kann. Fahr hin und sieh dir das selbst an. Vergiss aber auch nicht, das dazugehörige Werkzeug mitzunehmen. Also, wir brauchen eine Feststellschraube und einen Bodenanker. Und wir brauchen einen Offroad-Truck. Dann würde ich sagen, das ist ein Offroad-Truck, das ist ein Scout, das ist auch ein Offroad-Truck. Leistungsgewicht A-. Der erste ist wohl etwas besser als der dritte, so wie es aussieht. Den können wir auch auf jeden Fall nehmen. Dann würde ich sagen, fügen wir den hinzu. Und im Inventar brauchen wir... Ja, wir haben es ja schon in der letzten Folge, war es, glaube ich, gesehen. Wir müssen in jeder einzelnen Runde alles wieder neu kaufen. Ich gebe zu, das ist etwas, was mich sehr negativ triggert, weil das Problem ist beispielsweise, das sind 2700. Wir kriegen jetzt für diesen Auftrag eine Vorauszahlung von 2700. Und weil wir die beiden Sachen kaufen müssen, ist das Geld komplett wieder weg. Ja, und wo sollen wir jetzt irgendwo Gewinn dran machen? Ich habe absolut keine Ahnung. Also das ist was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, bin ich ganz ehrlich. Ja, dann würde ich sagen, wir haben ja soweit dann alles dabei. Stellschraube, Bodenanker, dann setzen wir den ein. Östlicher Außenposten ist an. So, Handel halten, nächste Aktion. Ja, wir wollen aber keinen Handel, wir wollen erstmal wissen, wo wir hin müssen. Wir haben automatisch eine Route hier drin und müssen dann hier zur schönen Aussicht, so wie es aussieht. Okay. Das heißt, wir müssen dann erstmal drehen. Beziehungsweise, wo können wir denn hier rum? Können wir uns das mal kurz angucken? Ich würde sagen, wir müssen hier hinten so einmal rumfahren, ne? Ja, das sieht mir eher danach aus. Okay, so, diesmal habe ich ausnahmsweise von Anfang an dran gedacht, die Handbremse auch wieder abzumachen. Ich habe sie natürlich nicht abgemacht, sondern ich habe sie gelöst. Das wollte ich eigentlich sagen. So, damit wir jetzt nicht wieder so immensen Schaden bekommen. Alleine dadurch, dass wir jetzt hier ein paar Steinchen runterfahren. Gehe ich mal ein bisschen vom Gas runter. Was haben wir eigentlich hier hinten auf der Ladefläche drauf? Zelt oder was? Keine Ahnung. So, wir müssen da durch. Die Frage ist, müssen wir denn überhaupt durch das Wasser? Weil wir können ja theoretisch auch außen rumfahren. Wobei, ja doch, hier müsste ich eigentlich rumkommen. Obwohl, na gut, hier wird es dann schon schwieriger. Bin ich ehrlich? Da ist Steinfort. Da sollen wir eigentlich hin. Fahre zum Punkt. Gut. Wir schauen mal. Also solange er uns jetzt nicht sagt, dass wir jetzt hier keine Ahnung was machen müssen, versuchen wir uns... Das war so klar. Versuchen wir uns da durchzudrängen. Na komm, komm, komm. Du schaffst das. Du schaffst das. Und wenn du auf zwei Rädern fährst, du schaffst das. Aber das sieht man jetzt hier gerade nicht so. Mal eben schauen. Echolot war das, ne? Das Echolot zeigt uns gar nichts an vom Wasser. Das ist schlecht. Warum? So, probieren wir es nochmal. Angeblich soll es okay sein. Hier sind auf jeden Fall noch Felsen, die uns vielleicht so ein bisschen Rückhalt geben könnten. Los, los, los. Fahr, fahr. Das schaffst du. Schaffst du. Sehr gut. Jetzt kommt die größere Herausforderung allerdings hier.
überhaupt erstmal da runterzukommen, wird eine Herausforderung werden, befürchte ich. Wir rollen gleich jetzt erstmal hier komplett runter. So. Ein bisschen. Fast, fast, fast. Okay. Wie kommt man jetzt hier am besten runter, ohne dass das Auto gleich total Schrott ist? Mal schauen. Weil hier ist alles scharfe Kante. So wie das hier aussieht, da hinten. Irgendwo so richtig gut runter. Wir sind zwar genau da, wo wir eigentlich sein sollen, aber komme ich denn hier unten eventuell, obwohl hier ist auch alles so. Da wäre höchstens vielleicht noch eine Stelle, wo wir rumkämen. Das, ich wollte erstmal einschlagen. Wenn wir natürlich jetzt nicht gleich irgendwo an irgendwelchen Kakteen oder sowas hängen. Wahrscheinlich, ist das die Stelle hier? Ja, das ist die Stelle. Müssen wir hier nochmal ein bisschen zurückfahren. Oh, Leute, ganz ehrlich, da geht doch das Auto komplett drauf, oder? Wenn ich jetzt hier runterfahre. Eieiei, okay, also hier scheinen die Gewässer allerdings ziemlich tief zu sein. Ich würde gerne hier drüber irgendwie hochkommen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Die Frage ist, schaffen wir das? Finden wir hier einen Punkt, wo wir entsprechend rüberfahren können? Nochmal kurz das Echolot nochmal an. Der zeigt mir nämlich an, dass das alles rot ist hier. Das dachte ich mir schon. Hilft aber nichts. Wir müssen hier. Oh ja. Wie fährt der denn? Nein, 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 nein. So darfst du nicht fahren. Hier kommst du doch nicht mehr hoch. Eieieiei. Nein, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Nein. Fahr doch noch ein bisschen höher. Los, 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 los. Oh nein, jetzt stehe ich ganz blöd. Nein, ich wusste es. Die hier ganz blöd drauf. Komm, 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 das schaffst du. Das schaffst du. Na los. Du schaffst das, über dieses bisschen Stein drüber zu fahren. Oder auch nicht. Aber rückwärts kann er drüber fahren. Warum auch immer. Wenn ich jetzt hier übers Wasser fahre, habe ich gleich ein Problem. Jetzt nach rechts. Warum halte ich die ganze Zeit nach rechts, wenn du nach links fährst? Okay. Nein, weiter nach rechts, weiter nach rechts, weiter, weiter. Schön gerade bleiben, Junge. Schön gerade bleiben. Irgendwie krieg... Nein, ich wollte doch nur mal kurz auf die Karte gucken. Ich wollte jetzt hier nicht hängen bleiben. Irgendwie kriegen wir das noch hin. Hier links könnte es sehr eng werden. Wir müssen da hinten rüber. Ich würde sagen, dass wir hier versuchen, weiter zu fahren, bis es hier hoch geht. Da ein bisschen übers Wasser und dann tatsächlich hier so hoch. Das heißt, dass wir... Komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Du musst in die Richtung fahren, in der ich auch lenke. Nicht in die andere Richtung. So. Und dann hier links quasi. Oh. Das bekommen wir da hoch. Und was schaffst du? Was schaffst du? Los. Los, nein, nicht da drauf. So, genau. Ja, 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 ja. Fahr da hoch, fahr da hoch, fahr da hoch. Fahr da hoch. Du schaffst das. Du schaffst es nicht. Okay. Komm, 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 komm. Wir müssen doch irgendwie da hochkommen. Bin ich hier überhaupt richtig? Doch, das war eigentlich der Plan, dass ich da hochfahre. Die Frage ist, wenn wir jetzt den Anker natürlich setzen, dann ist der weg.
Springt der nicht über so ein kleines bisschen hier hoch? Echt jetzt? Der geht auch nie dahin, wo der eigentlich hin soll. Das ist das Problem. Ich versuch's mal unten rum. Vielleicht gibt's da eine Möglichkeit, besser rumzukommen. Nein, du sollst so fahren, wie ich das vorgebe und nicht einfach deine Reifen irgendwo hinsetzen. Okay, da hinten ist scheinbar aber irgendwas, was wir uns angucken sollen. Ich schau mal eben. Ah, da wird es schon tiefer, ne? So wie es aussieht. Gefährlicher Wasserstand, ja, ja. Aber ich soll da hinten hin, wenn ich das richtig sehe. Ich soll da hinten hin. Ah ne, ich soll nicht dahin, aber ich kann dahin, weil ein Päckchen ist. Ja, super. Oh, wo bist du denn jetzt schon wieder hängen geblieben? Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? So, Handel. Was haben wir denn hier? Dinofemur, Teil eines Dinosaurier-Skeletts. Wertvoll für das Museum. Ja, nehme ich mit. Kann ich nichts mit anfangen, aber nehme ich mit. So, der zeigt mir jetzt allerdings an, dass ich darüber muss. Was auch richtig ist. Wobei eigentlich die Straße links rum angeblich besser zu fahren wäre. Ich bin mir da allerdings noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich mache ja noch mal kurz ein Echo-Boot. Dein Ernst jetzt, weil ich jetzt hier stehen musste, wegen dem komme ich jetzt nicht mehr vor, nicht zurück, oder was? Och komm, immer wenn ich irgendwo für den Handel stehe, komme ich nicht mehr weiter. Ist das dein Ernst? Ich habe ja auch nichts, wo ich hin kann, ne? Moment, jetzt muss ich mal... Hier ist nichts, wo ich hin kann. Ich kann ja auch nichts sehen, davon mal abgesehen. Ja, super. Das habt ihr ja richtig toll gemacht hier. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich da hinten auch wirklich hochkomme, ne? Wie viele von den... Das sind nur die Stellschrauben. Von dem habe ich nur einen... Dann können wir den aber danach nicht mehr gebrauchen, ne? Das ist klar. Ich würde eigentlich lieber erstmal so versuchen rauszukommen. Oh, 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 oh. Ja, weiter, weiter, weiter. Nein, komm, komm. Dein Ernst, das ist nicht dein Ernst. Ich komme da auch so raus. Ich kann gar kein Gas mehr geben. Okay, ich glaube, ich komme da so nicht mehr raus. Das erste Mal, dass wir tatsächlich auf der Seite liegen. Ja, die möchte ich nicht verwenden, aber muss ich wohl. Kann man das Fahrzeug auch drehen? Auto platzieren mit links, das ist klar. Fahrzeug rot. Ja, mit A und D kann man das drehen. Okay, dann würde ich sagen, bis wo geht das? Bis wo geht das? Hä? Hä, das war doch gerade noch grün, als ich das hier hinstellen wollte. Hallo? Hallo? Da geht's jetzt wieder. Da, da. Müssen wir da hinstellen. Okay. Na gut, probieren wir es nochmal. Eieiei. Man hofft und betet ja dann in jeder Folge. Hoffentlich liegt das Auto jetzt nicht auf der Seite. Ja, ich hasse diese Kameraperspektive, bin ich ganz ehrlich. Weil man kann sie auch nicht wirklich umstellen während der Fahrt. Und man sieht dann halt nicht, wo man hinfahren möchte. Ja, komm, 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 komm.
Okay, jetzt kann ich sie wieder umstellen. Oh, wir haben es fast. Wir haben es fast. Ja, komm, komm, komm schon. Hier vorne ist noch ein weiterer Punkt, den wir mal eben anfangen können. Ui. Wobei das immer eine schlechte Idee ist, wenn ich so Handelpunkte anfahre. Kraftstoff, den können wir noch mitnehmen oder auch nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah ja, doch. Okay, kein Transfer. Sehr schön. Hier erstmal weiter. Es ist Hardcore, ne? Das muss man jetzt auch dazu sagen, es ist wirklich Hardcore, dieses Spiel. Aber das waren die anderen ja auch schon. Ein Stückchen, noch ein Stückchen. Fahr zum Punkt. Das ist aber der andere. Ich möchte aber erstmal wissen, was hier ist. Neue Mission entdeckt. Aufgabe anzeigen. Schöne Aussicht. Unweit des Camps soll es offenbar malerische Panoramaausblicke geben. Lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, um diese herrlichen Orte zu erkunden. Emotionale Aufkleber. Ich folge dem mal. Wobei das natürlich jetzt blöd ist. Weil wir jetzt quasi in einer Mission zwei Zielpunkte haben. Wo ist denn jetzt der andere Zielpunkt hin? Begib dich auf zwei Aus... Achso, das sind die beiden Aussichtsplattformen, oder wie? Okay. Aber mein Ziel war doch eigentlich hier vorne, oder nicht? Was ist das jetzt wieder für ein Zeichen? Achso, Stufe abgeschlossen. Hubspindel, wenn du umkippst, öffne das Inventar. Ja, haben wir schon herausgefunden, wie das funktioniert. Und benutze sie, um dein Auto wieder auf die Räder zu stellen. Dieser Gegenstand hat eine begrenzte Anzahl von Anwendungen. Ach, den kann man mehrfach verwenden. Das ist gut. Und funktioniert nur, wenn der Truck umgekippt ist. Was logisch ist, weil man ihn ja sonst nicht... Öffne das Inventar, habe ich schon gemacht. Kein Gebrauch aus Inventar heraus. Ja, toll. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Ich würde gerne einmal die Zeit überspringen. So, und wir haben Tag. Und jetzt haben wir natürlich das große Problem, dass wir hier rüber müssen und da hochkommen müssen. Ich denke mal, am einfachsten, in Anführungszeichen, wird es sein, wenn wir erstmal grob hier hinfahren und dann irgendwie hier... Ich weiß nicht, ob wir direkt hier übers Wasser rüber können. Hier so rüber und dann dahin. Schätzungsweise. Die Frage ist nur, wie kommen wir dann auf die andere Seite? Das weiß ich noch nicht so genau. Das wird doch nicht so schwer sein hier. Wir haben hier schon viel schwierigere Sachen jetzt gemacht. So, hier ist noch Untergrund. Fahr. Komm. Nein, nicht da hoch. Da hoch, wo ich hin ziele. Ich weiß nicht, ob es da besser ist oder rechts. Ich denke eher, es ist rechts rum besser. Ich hoffe. Die Frage ist jetzt eher... Kommen wir jetzt genau. Da muss ich wieder runter. Ich bin eigentlich. Moment, kann ich hier eine Drohne rumschicken? Okay, wir müssen da oben hin. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall
den Weg hier rechts nehmen. Nehme ich an. Ach, ein Schiff war hoch. So, wir müssen da oben hin. Ist ein bisschen holprig so mit der Drohne. Wie sollen wir denn hier rüberkommen? Ich schaff das doch nicht, da hochzufahren. Ist das euer Ernst, Leute? Ich meine, hallo? Und das steht auf Stufe leicht, oder was? Habt ihr sie noch alle? Schlechtes Signal. Ja, ist ja ganz toll. Aber wir können im Prinzip nur von dieser Seite aus dahin fahren. Und die Frage ist dann, wie kommen wir hier hoch? Weil wir können im Endeffekt nur diesen viel zu schmalen Weg hier fürs Auto hoch. Da. Das heißt, ich muss quasi hinter mir oder vor mir eigentlich nach rechts um diesen kleinen Berg drumherum fahren. Also an den Bäumen vorbei, um den Berg drumherum fahren. Oh Gott. Achso, ich habe die Handbremsung drin. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe oder wie ich das schaffen soll. Ich fürchte tatsächlich das Schlimmste. Ja, natürlich. So ein kleiner Ast und der macht mir natürlich Schaden am Auto. So. Oh, ich habe keine Ahnung, wie das machen soll. Ich weiß nicht, wie ich da oben... Moment, ich setze noch mal kurz eine Drohne ab. Also, wir können ja nur da... Ich weiß nicht, ob ich von hier unten... Theoretischerweise müsste ich von hier unten hochkommen, weil rechts komme ich doch nicht vorbei. Also das kann mir keiner sagen. Ich probiere das erstmal hier. Obwohl ich dann ganz, ganz mieses Gefühl habe, bin ich ganz ehrlich. Fahr. Komm. Und mit Vollgas da hoch, komm. Mach's für Mama. Oh mein Gott. Scheiß auf die Aussicht. Wir haben es geschafft. Ah, wie soll ich denn von hier aus zur anderen Plattform kommen? Ich habe keine Ahnung. So, Moment. Dann müssen wir wieder zurück. Ich weiß nicht genau, wie ich da gefahren bin. Ich glaube, hier bin ich gefahren, oder? Und dann hier so ungefähr. So, dann den Weg zurück. Die große Frage ist dann nur, können wir hier hochfahren vielleicht? Weil wir müssen ja letztendlich irgendwie hier hochkommen. Von der Seite kommen wir wahrscheinlich auch ganz schlecht hoch, oder? Puh. Also ich gucke hier mal, aber ich denke nicht, dass wir da hochkommen werden. Ah, das wird richtig mies werden hier. Das wird richtig, richtig mies. So. Ja. Weiter. Bleib auf dem Gas. So. Ui. Ich wollte gerade noch sagen, bis hierhin ist es ja noch nicht so schwer, aber wir sind hier in einem Woodrunner-Game, ne? Da ist alles schwer. Willst du mich veräppeln? So, Moment. Jetzt muss ich nochmal eben schauen. Ich bin jetzt hier. Ich könnte hier links hoch. Die Frage ist, ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme. Kann man hier eigentlich... ich kann es nicht drehen, ne? So
Ach doch, mit der rechten Maustaste. Das wird richtig schwer. Ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme, weil das hier, das wird mir einen Rest geben. Das heißt, wenn ich irgendwie übers Wasser kommen würde, müsste ich demzufolge diesen Weg hier oben nehmen. Nur wie komme ich dann da hoch? Das ist die große Frage. Vielleicht hier irgendwo. Also grob übers Wasser dran vorbei. Ich weiß es. Ich weiß es echt nicht, ob wir vielleicht hier irgendwo rumkommen. Ich hab absolut keine Ahnung. Wie kann ich jetzt nochmal auftanken? Weil wir haben jetzt nur noch halbes Benzin. Moment, Moment, Moment. Das soll okay sein hier vorne. Wenn nicht, beschwere ich mich beim Echolot. Komm, schaffst du, schaffst du. Ist das dein Ernst? Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass der hier jetzt festhängt. Leute, Leute, komm schon, komm schon. Das schaffst du, du kommst da raus. Achso, ich sehe gerade was anderes. Moment. Das geht schneller, als wenn ich jetzt... Oh. Als wenn ich jetzt hier die ganze Zeit auch mein Benzin und alles... verballer. So. Zack. Dankeschön. Nein. Was hat der jetzt gemacht? Ist das dein Ernst? Hä? Ist das hier auf einmal so tief? Komm schon. Komm schon. Das schaffst du. Du hast noch einen ganz tollen Truck. Kommt man hier hoch? Bin ich denn jetzt hier? Wenn ich das schaffen würde, da hochzukommen... Ja gut, da käme ich wahrscheinlich hoch, aber ich käme dann nicht auf die andere Seite. Ich würde dann vermutlich hier komplett hängen bleiben, denke ich mir mal. Übers Wasser wird es allerdings auch nicht so einfach werden. Da könnte ich dann da hoch. Ah, doch, das sollte aber sollte ein etwas besserer Weg sein. Was ist jetzt los? Achso, nee. Och, ich hänge jetzt hier nicht ernsthaft an einem Ast wieder fest, ne? Dieses Auto mäht Bäume um, aber ich bleib dann an einem Ast hängen oder was? Wo ich schon drüber gefahren bin. Das ist was, was ich überhaupt nicht verstehe, bin ich ganz ehrlich. Das verstehe ich überhaupt nicht. So. Das ist übrigens auch das, was für sehr viele schlechte Bewertungen gesorgt hat. Dass man immer wieder an irgendwelchen komischen Ästen hängen bleibt, die man ja vorher im Endeffekt schon kaputt gemacht hat. Oh Leute, nie euer Ernst jetzt. Ja, wieso habe ich die... Wieso habe ich die Handbremse plötzlich drin gehabt? Kann ich auch nicht verstehen. So. Die Frage ist jetzt, kommen wir... hier rüber. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee. Alter. Ja,
Warum auch nicht, ne? Besser da oder besser da? Ich bin mir nicht sicher. Ist beides scheiße, würde ich sagen. So, Moment. Wir müssen nochmal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Sind wir hier? Das heißt, wir gucken, ob wir hier hochkommen. Und dann da so grob und dann nach da. So. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Ui. Weiter, 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 weiter. Nein, nein, das machst du jetzt nicht. Das machst du jetzt nicht. Du fährst jetzt weiter. Nicht aufgeben. Wieso fährt er jetzt hier so komisch nach links? Das sollte er nicht. So, weiter, weiter. Ja, das sieht schon mal gut, gut aus. Habt ihr das auch, wenn ihr solche Spiele spielt, dass ihr dann immer den Hals ganz lang macht, weil ihr denkt, ihr könntet über euren Bildschirm quasi drüber gucken? Über das Bild, was gerade bei euch drin ist? Nein. Yes! Oh mein Gott, gut gemacht. Der Weg zu den Aussichtspunkten war nicht einfach. Ja, das stimmt. Aber du hast es geschafft und die Ausblicke waren die Mühe wert. Das Geld nehmen wir doch gerne an. Wir müssen aus dem Camp rausfahren. Wieso müssen wir aus dem Camp rausfahren? Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Steinfurt. Das ist abgeschlossen. Ich fahre aus dem Camp. Hä? Dass wir da oben sind, ist klar. Heißt das jetzt, wir müssen hier hin? Oder heißt das jetzt, wir müssen hier hin? Hm. Fahre aus dem Camp heißt für mich das hier, weil das jetzt so... Fahre aus dem Camp, fahre zum Punkt. Das scheinen aber diese beiden Punkte hier zu sein. Ja, ist natürlich mega geil, vor allen Dingen, wenn man kein Benzin mehr hat. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt aufgetankt habe vorhin oder... Ja. Wir schauen mal, ob wir überhaupt noch wieder zurückkommen mit dem Benzin. Ich denke eher nicht, aber... Oder wir machen den Wagen komplett kaputt, indem wir einfach hier runterfahren. Aber dann bleiben wir wahrscheinlich im Wasser stecken. Von daher ist das, glaube ich, auch keine gute Option. So, das ist, glaube ich, der Weg, den wir gekommen sind. Ist das der Weg, den wir gekommen sind? Moment. Doch, am Baum vorbei und dann so ein bisschen rechts halten. Dann kommen wir auch wieder Richtung Wasser. Okay. So. An den Baum kann ich mich nämlich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Aber auch nur, weil wir ja tatsächlich so gut da durchgekommen sind. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Nein, nein. Großes Auto. Wo fährt der hin? Wie komme ich da jetzt am besten? Am besten wieder hoch. Auf der Seite sieht es eher schlecht aus. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken. Bin ich denn überhaupt hier hingekommen? Ach ja, über diese... Ach ja. Ich weiß aber nicht, ob ich den Weg auch zurücknehmen kann. Keine Ahnung. Eieieiei. Nachfolgenden Folgen gönnen sich nur um Tage verschieden. Es sei denn, mir geht vorher das Benzin aus, was ich eher glaube.
Stimmt. Und das ist sowas von gar keine gute Option hier. Zurück komme ich jetzt nicht mehr. Ne? Das war mir so klar. Das war mir so klar. Pass auf, wir probieren was anderes aus. Ja, es war klar. Das war klar. Wir werden das Ding hier nutzen. Nein! Den kann ich nicht auf die andere Seite... Ist das euer Ernst? Wieso kann ich den nicht auf die andere Seite machen? Ich meine, dass wir hier niemals zurückkommen, das ist mir schon klar. Ich weiß auch nicht, wie wir hier überhaupt hingekommen sind, ehrlicherweise. Muss man ehrlicherweise sagen. Oh, Leute, Leute. Und das mit dem wenigen Benzin, das schaffen wir doch niemals. Ach, kommt. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist den ganzen Kladderadatsch nochmal zurückfahren. Oh, hier ist eine einfache Straße. Oh. Ist das euer Ernst? Das habe ich gar nicht gesehen. Ist das euer Ernst? Jetzt habe ich wegen euch das Benzin verballert. Also nicht wegen euch, sondern wegen den Machern hier von dem Spiel. Boah. Nein, 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 nein. Ach komm, wir saufen jetzt ab und das so kurz vorm Ziel. Das ist doch scheiße. Ich würde gerne auftanken vorher. Mann. Moment, Moment. Nee, ach, das war das Falsche. Geht das auch ohne? Weil das ist natürlich ein bisschen Benzin sparen, ne? Oh, komm, jetzt kack mir hier nicht ab. Kack mir hier nicht ab. Halt noch durch bis zum Punkt, bitte. Bis zu beiden Punkten, besser gesagt. Oh, los, los, los. Fahr, fahr, fahr. Das haben wir schon mal abgeschlossen. Das ist dein Ernst, dass wir jetzt nach da hinten sollen, ja? Ist das euer Ernst? Ihr könnt mich doch mal. Da hinten war aber auch noch was. Nein, ich habe kein Benzin mehr. Nein! Fahr! Nein! Nein! Kann ich aussteigen? Ich würde gerne aussteigen. Oh, Leute. Ja, wir haben natürlich nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Hä? Achso. Nee, es bringt uns nichts, weil wir uns nicht bis nach da hinten ziehen können. Ich möchte gerne aussteigen. Bitte, da hinten könnte ich, glaube ich, nachtanken. Das ist doch scheiße. Ah, wie ging das nochmal? Hier drüber geht's nicht. Ah, eine gratis Bergung. Und sehr wenig Benzin. Ob wir damit jetzt weiterkommen, da bin ich mir noch nicht so sicher. So, das ist abgeschlossen, das ist abgeschlossen. Da müssen wir hin. Zumindest ist es eine gute Strecke zum Fahren. Markiere ich mir mal eben den Weg. Handeln können wir auch noch. Aber wir können... Oder doch, wir können... Oh, das ist gut. Können auftanken, sehr schön. Wir haben wieder Benzin. Wir sind wieder im Rennen. Meine Lieben, es kann sich wie gesagt nur um Stunden handeln, bis wir die Quest abgeschlossen haben. Aber wir sind wieder im Rennen. Wir haben wieder Benzin und wir kommen wieder vorwärts. Oh, wenn der Wagen das mitmacht, heißt das. Fahr doch einfach diesen kleinen Hubel hoch. Das schafft mein Wagen besser als dieser große
eben ist das Ziel. So, der zeigt uns jetzt bestimmt wieder an, dass wir durchs Wasser müssen oder so. Ich hab's doch. Bezwinge den Sumpf. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Da waren wir doch heute schon. Vor allen Dingen, wieso... Ach, von hier unten kann man da reinfahren, oder was? Ist das eine akzeptable Höhe? Ich hoffe. Moment, Moment, Moment. Zack. Was werden wir hier wohl brauchen? Jetzt sind wir wieder da, wo wir eben auch schon waren. Na, ganz toll. Ja. Einfach mal mittendurch. Oh, was macht ihr denn, Idioten? Ja, super. Weil dieser blöde Hinweis jetzt kam, bin ich jetzt hier runtergestürzt. Geil. Habt ihr toll hingekriegt. Vielen Dank. Jetzt soll ich das Inventar auch noch öffnen. Ja, super. Wir sind jetzt mehrere Male hier rumgefahren und jetzt konnte ich nicht nach links, weil ich nichts sehen konnte. Super. Ja. Das haben sie echt gut hingekriegt mit diesem Hinweis, der jetzt wirklich am blödesten Moment gekommen ist. Jetzt werden wir... Du kannst es straffen oder lockern? Ja. Würde ich gerne. Wo sind wir hier gerade? Hallöchen. Ihr wollt mich verarschen. Jetzt habe ich das Ding hier hingesetzt. Kann jetzt doch wieder hier rüberfahren. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ich glaube, das war bisher tatsächlich die schwierigste Expedition. Jetzt muss ich auch dazu sagen, es war auch die längste. Allerdings nicht, weil das so schwierig war, sondern weil wir ja im Endeffekt 2 in 1 gemacht haben. Lass das Fahrzeug maximal 3-mal umkippen. Hallo, das ist nur 1-mal umgekippt, ja? Warum habe ich hier keinen Haken dran? Was soll das? Aber wir haben nimm weniger als 100 Schaden auf jeden Fall geschafft. Aber wieso? Das Fahrzeug ist nur ein einziges Mal umgekippt und ich habe es nur ein einziges Mal wieder aufsetzen müssen. Wieso habe ich hier keinen Haken dran? Das finde ich unfair. Das finde ich wirklich unfair. So, 9105 haben wir erhalten. Verkaufte Items, das sind wahrscheinlich die, die wir jetzt auch gefunden haben. Auch diese Dino-Femur und so weiter nehme ich mal an. 4 von 5 Bodenanker. Wir haben doch nur einen bekommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich verstehe auch die Rechnung nicht so ganz, aber ich muss sagen, wir haben 2 Sachen geschafft. Einmal Steinfort und schöne Aussicht und da bin ich schon ein bisschen stolz. Ja, das heißt, das nächste Mal werden wir uns dann beim Schwerttransport wiedersehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Folge fandet. Ich fand sie extremst nervend aufreibend. Vor allen Dingen, weil dann plötzlich Hinweise kamen, wo man sich eigentlich aufs Fahren konzentrieren musste und man es nicht mehr konnte und einfach, also ich persönlich dann ins Loch reingefahren bin, weil dann dieses Ding da aufgeplöppt ist. Das fand ich ein bisschen doof, aber naja, gut, das ist jetzt natürlich so eine persönliche Sache. Ich kann sowas gar nicht ab. Genauso wenig, wie ich was ab kann, wenn ich gerade mitten im Kampf bin, der dann unterbrochen wird und dann so ein Hinweis kommt und ich dann komplett aus dem Kampf wieder raus bin. Solche Sachen kann ich auch persönlich gar nicht leiden. Das machen aber leider, leider viele Spieler heutzutage. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr es auch selber schon gespielt, ob ihr das Ganze schon geschafft habt. Und ja, wie ihr das gemacht habt, ob ihr den gleichen Weg genommen habt wie ich oder ob ihr etwas anders gefahren seid, würde mich wirklich mal interessieren. Ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass ich es dann letztendlich doch noch geschafft habe und auch herausgefunden habe, wie ich mich wieder zurück abholen lassen kann. Weil, ja, ich musste es 2-mal machen und 2-mal wusste ich nicht, wie es geht, weil ich es irgendwie mal wieder übersehen habe. Ich hoffe, ich behalte es dann fürs 3. Mal, wenn ich mich wieder abholen lassen muss. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.